Burkhard Heim hat sich sehr genau mit dem internen Funktionieren der Psyche auseinandergesetzt. Das ist gar nicht so bekannt, aber es war der Schlüssel dazu, dass er die Psyche überhaupt in sein ganzheitliches Modell der Welt einordnen konnte. Viele Eigenarten unseres Verhaltens und sogar unserer Physiologie werden dadurch verständlich. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt. Und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Im Video über die verschiedenen Bewusstseinsstufen, da hatte ich euch das mit den Telekosyntroklinen erklärt. Über je mehr Telekosyntroklinen eine Seinsform verfügt, umso höher ist ihr Bewusstseinsgrad und umso höher ist ihr Freiheitsgrad gegenüber der Umwelt. Denkt nur mal zum Beispiel an den Unterschied zwischen dem Freiheitsgrad von Pflanzen und dem von Tieren. Ich hatte euch auch das mit den vier Triebkomplexen erklärt. Da gibt es Selbsterhaltung, Selbstentfaltung, Arterhaltung und die kaptativen Triebe, also Jagd- und Revierverhalten. Diese Triebe bilden gleichzeitig vier Metroplexe innerhalb des Ilkors, die innerhalb des Ilkors organisiert werden. Dieses interne Funktionieren des Ilkors bzw. der Psyche, das hatte ich auch schon kurz angedeutet, obwohl ich es in allen Bildern eigentlich schon etwas detaillierter gezeichnet hatte. Je höher der Bewusstseinsgrad einer Seinsform, umso höher ist der Vernetzungsgrad dieser Triebkomplexe. Und diese Vernetzungen, die bilden ein weiteres System von Syntroklinen, das der sogenannten Steuersyntroklinen, die innerhalb des Ilkors zwischen den Triebkomplexen vermitteln. Wir haben also zwei verschiedene Arten von Syntroklinensystem, die wir nicht verwechseln dürfen. Das eine sind die Telekosyntroklinen. Die reichen vom Ilkor in den Körper hinab und docken dort bis an die DNA an. Und über die steigen Sinneserfahrungen, Sinneseindrücke in den Ilkor auf, beziehungsweise werden Reaktionen in den Körper zurückgeleitet. Das andere ist das System der Steuersyntroklinen, die innerhalb des Ilkors zwischen den Triebkomplexen vermitteln. Burkhard Heim ist natürlich auch im System der Steuersyntroklinen so weit gegangen, dass er sie gezählt hat. Und dazu geht er von einer bestimmten Überlegung aus. Eine Telekosyntrokline, die dockt an einem bestimmten Komplex innerhalb des Ilkors an. Und wenn diese Telekosyntrokline jetzt einen Aktivitätenstrom, also eine Sinneserfahrung aus dem Körper liefert, dann lädt dieser Aktivitätenstrom den Triebkomplex gewissermaßen auf. Und diese Erfahrungen, die müssen jetzt verarbeitet werden. Das kann aber nur zwischen Triebkomplexen geschehen, die auf diese Weise aktiviert wurden. Nur zwischen aktiven Triebmetroplexen können also Brücken geschlagen werden. Und das ergibt eine ganz einfache Kombinatorik. Bei Seinsformen der Stufe 0, der Bewusstseinsstufe 0, da gibt es nur eine einzige Telekosyntrokline. Und ein einziger Triebmetroplex wird aktiviert. Das heißt, in diesem Ilkor kann sich überhaupt keine Steuersyntrokline ausbilden. Auf Bewusstseinsstufe 1 hat die Seinsform zwei Telekosyntroklinen und die können jetzt zwei Triebmetroplexe aktivieren. Und zwischen diesen beiden kann sich eine Steuersyntrokline herausbilden, eine einzige. Und dafür gibt es insgesamt 4 über 2 gleich 6 Möglichkeiten. Und je nach Typus kommen dann die verschiedenen Arten von Stoffwechselwegen und Grundverhalten heraus. Wir reden auf dieser Stufe ja von Lebewesen wie grünen Pflanzen, die Photosynthese betreiben, von Pilzen, die abgestorbenes Gewebe zersetzen, von Amöben, die bereits ein interessantes Jagdverhalten an den Tag legen und ein sehr interessantes Kooperationsverhalten mit Artgenossen eingehen können. Wir reden auch über fleischfressende Pflanzen und. Hat meine Seinsform jetzt vier Telekosyntroklinen, also Bewusstseinsstufe 2, die Tiere, dann wird jeder der Triebmetroplexe aktiviert. Jede Kombination ist vorhanden und zugelassen und es gibt wiederum 4 über 2, 6 Steuersyntroklinen insgesamt. Beim nächsten Schritt, den höheren Primaten, gibt es 8 Telekosyntroklinen. Das heißt, jeder der Triebmetroplexe wird doppelt versorgt. Und es gibt 8 über 2, das sind 28 Steuersyntroklinen. Und die sorgen schon für ein gehörig komplexeres Verhalten.
Bei Bewusstseinsstufe 4, also uns selbst mit unseren 16 Steuersynchroklinen, gibt es 16 über 2 Steuersynchroklinen, Entschuldigung, 16 Telekosynchroklinen, da gibt es 16 über 2 Steuersynchroklinen, das sind 120. An unserer Psyche dockt nun aber noch der Mentalkomplex an. Und dieser Mentalkomplex, der macht nichts anderes, als dass er die Steuersynchroklinen moduliert. Die Basissynthropoden, also die Fußpunkte gewissermaßen des Mentalmetroplexes, die docken an unseren Steuersynchroklinen an. Nun hat sich Burkertheim intensiv mit Psychopathologie auseinandergesetzt, auch mit Sexualpsychopathologie. Und aus diesen Studien und aus dem Modell der Psyche von C.G. Jung, vor allem dem Modell der Libido, hat er dann sein ganzheitliches Modell der Psyche überhaupt erst entwickelt. Im Falle des menschlichen Lebens ergeben sich ja gewisse psychische Besonderheiten, die ihr alle kennt. Unser reflektierendes Ich, was nichts anderes ist als der Mentalmetroplex, zensiert ja gewissermaßen einige von diesen Aktivitätenströmen aus dem Körper. Das kennen wir als Triebverdrängung. Diese Aktivitätenströme sind natürlich nach wie vor da, auch wenn sie nicht bewusst gemacht werden. Sie müssen irgendwie sich ausdrücken oder abreagiert werden können. Ein Beispiel für solche Triebverdrängungen sind zum Beispiel der Ekel vor den eigenen Ausscheidungen. Etwas, was wir bei Tieren überhaupt nicht beobachten. Nun kann man sagen, gut, das ist zivilisatorisch bedingt, aber Zivilisation basiert ja ganz genau auf der Sublimation von Triebregungen. Bei der Triebsublimation können diese Aktivitätenströme in konstruktive Bahnen gelenkt werden. Nämlich indem man in einer Hochkultur zum Beispiel ein Kanalisationssystem baut. Ein anderes Beispiel für Triebverdrängungen ist die sexuelle Scham, die sich unter zivilisatorischen Bedingungen ganz unabhängig von der Erziehung entwickelt, wie man nachgewiesen hat. Der unreife Umgang mit diesem Verdrängungsprozess ist natürlich die Verdrängung der Sexualität, der reifere das Einführen von Normen und Ritualen für Partnerschaften oder heutzutage Tinder. Triebladungen, die zivilisatorisch nicht sublimiert werden können, die entweichen in wilde Partys, Massenbesäufnisse oder das Rotlichtmilieu. Wo das nicht gelingt, etwa weil die Kultur einen zu unreifen Umgang mit ihrer Sexualität oder allgemeiner der Libido hat, dort entsteht eine erhöhte Bereitschaft zu Gewalt und zu einer Neigung zu Hass. Auf individueller Ebene bilden diese Energien den Antrieb für Verbrechen und/oder Abweichungen des Sexualtriebs. Alle diese Erscheinungen, Kuriositäten oder Triebabweichungen, die sind in Burkertheims Sprache nichts anderes als Fehlsynkulationen zwischen diesen Triebkomplexen. Manche davon sind durch Therapie oder Training korrigierbar, andere sind es nicht. Was Heim bei dieser ganzen Thematik gesucht hat, muss natürlich in sein Gesamtkonzept einer einheitlichen Beschreibung der Welt eingeordnet werden. Die Sprache der Syntrometrie erlaubt es hier, über die Psyche zu sprechen, mit Begriffen, mit denen man gleichzeitig auch die physikalische Basis beschreiben kann und die Zusammenhänge dabei beschreiben kann. Rudimentäre Vorarbeiten dazu hat übrigens zum Beispiel auch Wilhelm Reich gemacht, der beobachtete, dass elementare biologische Regungen in bestimmte Triebabweichungen des Sexualtriebs münden können. Später entstand dann daraus seine Orgontheorie, die allerdings sich als wissenschaftlich nicht haltbar erwiesen hat. Interessanterweise, und leider muss man sagen, ist Wilhelm Reich aber vor allem für diese Orgontheorie bei vielen bekannt und nicht etwa für seine großartige Pionierarbeit auf dem Gebiet der sexuellen Aufklärung in Europa und Nordamerika. Diese Triebhemmungen sind also zum Teil in uns eingebaut, zum Teil zivilisatorisch notwendig, zum Teil pathologisch, das heißt krankhaft. In Begriffen von innerem Erleben handelt es sich dabei natürlich um unterdrückte Wünsche und Gefühle, die nicht zum Ausdruck gebracht werden können. Die können angstbelegt sein, sie können moralisch abgelehnt werden oder die wirtschaftlichen Umstände gestatten es nicht, sie zum Ausdruck zu bringen. Es kann so etwas sein wie die Sehnsucht, ein fernes Land zu bereisen, der Wunsch, künstlerische oder dichterische Fähigkeiten zum Ausdruck zu bringen, der Wunsch, Teil einer Gemeinschaft zu sein, der man sich aber insgeheim nicht würdig fühlt oder jemandem nicht trauen, seine Zuneigung auszudrücken. Wenn man langfristig an seinem persönlichen Glück arbeiten möchte,
dann muss man diese Dinge ernst nehmen und klären. Sie sammeln sich nämlich sonst als ein statisches Potenzial in der Psyche an und können sogar krank machen. Für dieses statische psychische Potenzial hatte Heim auch seinen ganz besonderen Begriff, der uns auch wieder begegnen wird, das psychische Residuum. Heute kann ich euch nur auf den Weg mitgeben, haltet euer Residuum so klein wie möglich, traut euch, euer Glück zu verfolgen in 6 Dimensionen und in Farbe.